Herzlich willkommen zum Teil 8 unserer Balkantour. Wir haben schon wieder Heimatkurs aufgenommen und fahren erneut durch Bosnien und Herzegowina. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mitfahren wollt. Nächstes Etappenziel, die Kravica-Wasserfälle in Bosnien-Herzegowina. Wir entschlossen uns, die Route über Kroatien zu gehen. Wenn wir schon so dicht an der Küste entlangfahren, müssen wir natürlich auch einen kleinen Abstecher ans Meer machen. Wir sind zwar ziemlich dicht an das Wasser rangekommen, mussten aber dann doch noch ein ganz schönes Stück zu Fuß die felsige Küste hinabklettern. Kurz hinter der Grenze in der Republik Srpska fühlt sich die Umgebung irgendwie schon gleich ganz anders an wie in Kroatien. Wir wollen natürlich weiterhin auf Nebenstraßen reisen und haben uns deshalb eine Straße, die über einen alten Bahndamm führt, ausgesucht. 32 Kilometer monoton geradeaus, schmale Straße und nur wenig Möglichkeiten, wo Gegenverkehr passieren kann. Gott sei Dank kamen nicht so viele Autos von vorn.
Das Tagesziel ist erreicht, die Gravika Wasserfälle. Auf einer Breite von ungefähr 100 Metern stürzt hier das Wasser an mehreren Stellen bis zu 25 Meter in die Tiefe. Bei 42 Grad Außentemperatur bemerken wir sofort das ganz eigene Mikroklima rund um die Fälle. Wir haben Samstag, den 15. Juni. Wir sind schon leicht Richtung Heimat wieder eingedreht, sind hier in Bosnien auf der Südseite von den Wasserfällen. Gravice Vodopod heißt das, glaube ich, genau. Vodopod Gravice. Auf der anderen Seite sind die Wasserfälle. Da kostet es Eintritt, da wird das auch ein bisschen touristisch ausgebeutet. Sicherlich auch eine schöne Sache. Wir haben hier einen Parkplatz auf der Südseite gefunden. Wir werden voraussichtlich noch eine Nacht hier bleiben. Das ist ein schönes Plätzchen. Wir haben heute Morgen nochmal umgeparkt, dass der Duro unter den Bäumen steht. Wenn es nicht so warm wird, gestern hatten wir mehr als 40 Grad, dann war das natürlich hinten drin auch mächtig warm. Ja, das Wasser ist so kalt, wie es aussieht. Schnell wieder raus. An wie im Dschungel von Brasilien, als wie Bosnien-Herzegowina. Ein paar weitere Mauerreste der alten Mühle. Geht das runter hier lang? Im Moment fließt nur Wasser hier. Das scheint dann der Bach zu sein, der früher die Mühle betrieben hat. Auf der Seite der Brücke reicht es sogar aus, ein kleines Bad zu nehmen. Hier kommt noch die Freifläche, wo der Duro parkt. Ab da ist der Weg dann befahrbar. Oh, wir haben Besuch gekriegt, ein weiteres Auto vom Duro. Das waren die Gravica Wasserfälle. Hier hätten wir durchaus auch eine ganze Woche ausgehalten, aber die Zeit drängt leider. Wir müssen uns wieder auf den Weg machen. Ist das enge Felsen bis an den Weg? Ich weiß gar nicht, wie ich rückwärts hier reingekommen bin.
Wenn ihr auch mal hierher wollt, dann nehmt ein kleines Fahrzeug. Alles, was größer ist wie ein Duo, wird wohl hier nicht funktionieren. Hier fahren wir gerade nach Mostar rein. Wir wollen die alte Brücke besichtigen. Diese Touristenmagnete sind normalerweise nicht so unser Ding, aber ich finde, es gehört irgendwie dazu, diese Brücke zu besichtigen, wenn man hier ist. Die alte Brücke auf Serbokroatisch Stari Most ist Namensgeber der Stadt. Sie hat symbolisch schon immer den Osten mit dem Westen verbunden. Sie schlug Brücken zwischen dem Christentum und dem Islam. Diese Brücke wurde im Bosnienkrieg zerstört und später wieder aufgebaut. Und das ist sie, die alte Brücke über die Neretva. Thank you.
Das war's schon wieder für diesmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch zurück und abonniert den Kanal. Im Teil 9 fahren wir dann weiter die Neretva entlang, schlagen uns ein wenig durch die Büsche und fahren zu den Bliwa-Wasserfällen, die mit zu den schönsten der Welt zählen. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst nicht, das Glöckchen zu läuten.